Das kennst du doch sicher auch. Du sitzt bei dir zu Hause rum oder eben in der Werkstatt und wunderst dich, warum? Habe ich eigentlich eine Dose, die heißt Kette und drin sind lauter einzelne Kettenglieder, aber kein einziges wirklich verwendbares Kettenschloss. Man hebt die... Moment. Nicht nur einzelne Kettenglieder, ganze verschlissene Ketten, die man immer brauchen kann. Ja, das sind nur eine Kleinigkeit, weil da gibt es eigentlich noch was. Ich fahre seit fast einem Jahr keine Matkats mehr, habe aber 1, 2, 3, 4 und das sind nur die, die ich aufgehoben habe, weil ich eh schon die Hälfte davon weggeschmissen habe. Warum habe ich eine ganze Kiste voller Öle, Schmierzachen, fette, sonstiges Zeug, die ich ohnehin nicht verwende? Bonusfrage, warum habe ich eine ganze Kiste voller Kabelbinder, obwohl ich keine Kabelbinder verwende und habe noch zwei Kabelbinderzangen? Warum habe ich mehr 28 Zoll Continental-Reittour? Warum habe ich warum habe ich so viele Reifen rumliegen, die ich ohnehin nie wieder verwenden werde? Es ist mir ein Rätsel. Noch was? Warum habe ich Einweghandschuhe und trotzdem beutelweiß Mikrofasertücher zum Abwischen? Warum habe ich mehr Lenker und Vorbauten als der hiesige Bike Shop? Ich hab einen Besen gefunden übrigens, für alle, die es wissen wollen. Ich hab einen Besen. Jetzt weiß ich das auch. Und warum hebe ich eine Bremsscheibe auf, die stressfrei den Preis als die hässlichste Bremsscheibe des Jahrhunderts ergattern könnte? Da ist. Ich sehe es, da ist. Ich glaube, jeder von uns hat in seinem Reich Dinge rumliegen, wo man sich ernsthaft damit fragen muss, ob man nicht ein Problem damit hat, sich von gewissen Dingen zu trennen. Vor allem, weil man weiß, die allermeisten Dinge davon braucht man überhaupt nie. Eine geschraubte Vorderachs braucht kein Mensch. Das ist... Aber wir heben es auf. Man weiß ja nie. Sicher. Kettenglieder, Ersatzschrauben, alte Reifen. Schwalbe bietet ein Reifenrecycling an, nicht nur für Schwalbe, sondern für alle Reifen. Sucht euch einen Händler in der Nähe, der bei dem Programm mit dabei ist und bringt ihm alle eure Reifen. Ihr habt mehr Platz in eurer Werkstatt und gleichzeitig werden Dinge sinnvoll recycelt und liegen nicht mehr einfach so rum. Eine Kiste voller Kettenöle, von denen ich weiß, dass ich sie nicht verwenden werde, weil sie einfach nicht so gut sind oder grundsätzlich ein Scheiß. Und trotzdem schmeißt man es nicht weg. Eigentlich könnte man die auch zur Altstoffsammelentsorgungsstelle bringen und sinnvoll recyceln oder zumindest sinnvoll entsorgen lassen. Weil wir es eh schon nicht mehr verwenden. Warum machen? Wenn wir es wissen, weißt, aber wenn wir es wissen, warum machen wir es dann nicht? Warum hat jeder Mountainbiker, der von sich selbst behauptet, dass er ein Mountainbiker ist, irgendwo irgendein Gerümpel rumkugeln, das er einfach nicht braucht? Und zwar, dass er wirklich nicht braucht. Und zwar, dass er so nicht braucht, dass wenn wer kommt und sagt, schmeiß weg, schmeiß jetzt weg. Nein, das brauche ich vielleicht noch. Ja, wann brauchst du? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nie. Ja, eben. Und schmeiß, nein, ich schmeiß nicht weg. Damit das Ganze ein Ende hat, gehe ich jetzt mit gutem Beispiel voran und... Nein, ich heb's auf. Und von welchen Teilen kannst du dich nicht trennen? Schreib's unten rein in die Kommentare, weil dafür sind Kommentare da, dass man da was reinschreibt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Baba und ciao.